Okay, jetzt hängen wir mal unsere Wimpel auf. Mal gucken, wie das geht. Ich schätze mal einfach an jedem Block. Oh, oder? Ah, okay, dann werden da schon irgendwie irgendwann mal 30 Stück draus, wenn ich das mache. Ach, da machen wir einfach hier so richtig überall. Dann kriegen wir die alle verteilt. Und dann muss ich vielleicht halt einfach mal... Geht das da ran? Nee. Noch ein paar. Geht das wirklich dann? Ja. Häuser bauen für die ein paar Wohnhäuser. Dann haben wir dann auch genug Platz für irgendwelche Wimpel. Nein, das wollte ich nicht. Da hinten möchte ich gerne noch einen. So, ach, da oben könnten wir eigentlich auch. Oh, das waren sie schon. Okay. Und sie freut sich. Dann hänge ich die aber woanders hin, weil da hat er so angefangen da hinten. Das gefällt mir jetzt nicht. So, ja, und jetzt? Meine Güte, danke, Anja. Bei den hübschen Wimpelgirlanden hier überall fühlt es sich an, als fände das Erntefest bereits statt. Wenn ich mir nur vorstelle, wie alle inmitten dieser farbenfrohen Dekorationen feiern, ist mir schon zum Jubeln zumute. Ich kann es kaum erwarten. Ich weiß, ich hätte dich längst fragen sollen, aber wie bist du überhaupt nach Grünfeld gekommen, Anja? Ach du liebe Güte, du und Malroth seid auf einem Schiff hierher gesegelt? Aber die Kinder Hargons haben Menschen strikt untersagt zu segeln. Allein von einer Insel zur anderen zu reisen, ist der Gipfel der Ketzerei. Ja, aber ich bin sogar mit denen gesegelt. Aber ich muss auch sagen, dass ich etwas neidisch bin. Ich wollte schon immer mal auf einem Schiff reisen. Das heißt, ich muss jetzt wahrscheinlich die halbe Mannschaft möchte jetzt gerne mitkommen, oder wie? Man sagte mir, dass es auf einer Insel weit im Osten eine strahlende Stadt namens Mondbach gibt. Ich habe schon immer davon geträumt, sie zu besuchen. Aber es heißt, dass die Kinder Hargons jeden einsperren und den Schlüssel wegwerfen, den sie auf hoher See erwischen. Und du weißt ja, wie sehr die Erbauer hassen. Mir schaudert bei dem Gedanken, dass sie, was sie dir antun würden. Sei auf der Hut, Anja. Ja, ja. Das wird schon klappen. Jetzt mache ich aber die drei hier oben wieder weg. Und pack die woanders hin oder vier. Wo sie ein bisschen schöner sind und auch besser gesehen werden. Nein, das Haus würde ich nicht demolieren. Zum Beispiel. Ah, die freut sich doch bestimmt, wenn an ihrem Häuschen auch ein paar Gelanden sind. So. Okay. Und es wird schon wieder Nacht. Die stehen schon wieder alle am Bad an. Okay, wie sieht es denn aus mit unseren Kürbissen? Sind da schon welche reif? Oh, reif noch nicht, aber man sieht schon, dass es ein Kürbis werden soll. Oder bald wird. Sehr schön. Und ich noch irgendwie... was sollte ich denn noch machen? Kürbislaternen, okay, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich störe mal hier gerade beim Baden, sorry. Und war das das Einzige jetzt nur noch mit der Kürbislaterne? Sieht so aus. Dann würde ich sagen, dass wir am besten einmal übernachten. Und vielleicht sind sie dann ja schon reif, wenn wir wieder aufstehen. Können wir noch unser Herzchen einsammeln? Nee, hier unser Massenlager, ja, da habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen, aber wenn ich dann jedem hier hinten so ein Häuschen baue, warum nicht? Hier passen noch zwei hin, da. Oder ich mache den Brunnen mal woanders noch. Der muss ja nicht hier bleiben, das war ja jetzt nur so ein kleiner Notbehelf, damit ich das Wasser habe. Vielleicht könnte ich den sogar hier reinquetschen. Ah.
Das würde das bisschen so aussehen, als ob es da dazugehört. Jetzt schöpfen wir den mal, dass wir den, das Wasser wieder haben. Nein, jetzt habe ich das andere reingekippt. Oder? Jetzt habe ich das Brackwasser reingekippt. Okay, ich wusste es. Ich werde es vergeigen. Ich habe zu lange auf die Taste gedrückt. Dann muss ich es mir halt wiederholen. Das ist ja jetzt auch nicht so das Schlimme. Ich hätte nicht so lange draufdrücken dürfen. Ich habe zu lange draufgedrückt. Hoffentlich finde ich die Stelle wieder. Ach ja, die war ja da unten. Unterm Wasser. Okay, und wenn ich jetzt hier aber... Also ohne Dach wird es ja passen. Wenn ich hier das noch wegmache, die Säule, dann passt da noch so ein Haus hin. Na, ich glaube, so machen wir das auch. So, das wäre dann halt ein bisschen eingerückt, weil ich mache das genauso groß wie das. Oder die anderen kriegen alle ein etwas größeres Haus. Das könnte man natürlich auch machen, weil das doch etwas eng aussieht. Dann machen wir es nämlich doch 6x6 und nicht 5x6. Und dann sind alle so, dann sind alle hier so bis hierhin. Ja, gucken wir mal, wie das aussieht. Aber ich glaube, ich sollte schlafen gehen. Aber eigentlich können wir die Geister hier nichts machen. Es ist immer so rum, wie ich es gerade nicht brauchen kann. Jetzt ist so dunkel. 1, 2, 3, 4. Ach, deswegen, weil da so Grünzeug wächst. Ah, okay. Machen wir mal hier erstmal Flurbereinigung. So, dass wir hier auch gescheit bauen können. So, jetzt muss ich doch nochmal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das stimmt jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das weg. So. Immer gleich. Und vielleicht versuche ich mich ja dann tatsächlich mal an einem Dach. Ich hier schon einen Geist. Okay, das ist jetzt aber 5. Das sind jetzt nur 5, oder? Nee, das ist doch... Das ist 2 nach hinten. Okay, ja, dann passt das auch so. Das ist okay. Könnt ja, wobei, wenn die jetzt alle so aneinander stehen, dann bringen Fenster ja nicht. Außer vielleicht hier. Da würde ein Fenster sogar passen. Jetzt brauche ich wieder Klötze. Ich habe keine Klötze mehr. Ich bin ja gespannt, wann mir tatsächlich mal Materialien ausgehen. Die Nacht ist ja schon fast vorbei, da brauche ich nicht mehr schlafen. So. Na. Eins, eins, eine Tür. Suchen wir mal uns alles, was wir so brauchen fürs Haus. Packen wir hier nebeneinander, damit ich nicht immer jedes Mal überlegen muss, was ich brauche. Eigentlich könnte ich ja statt... Habe ich da nur 3 Kisten von denen?
Wenn ich diese Kisten herstellen könnte, oder ich muss halt gucken, wo noch welche rumstehen und die holen. Die würden nämlich hübsch aussehen, um als Unterlage zu dienen für die Fackel. So, einmal eine Haustür. Einmal ein Bettchen. Dann eben so ein Würfel. Da kommt die Fackel drauf. Und ein Höckerchen. Ja, das ist hier hin. Und dann natürlich ganz wichtig das Namensschild. Und ich würde sagen, neben der Kleinen, da ist natürlich auch dann ihre Schwester. Ach, da haben wir sie ja schon, die Namensschilder. Ihre Schwester daneben. Oh, ich sehe gerade, wir haben ja noch gar keinen Raum. Da fehlen ja noch zwei Klötze. So, eins, zwei. Und jetzt kommt das Namensschild. Auf mit rein. So. Und? Wer darf diesen Raum bewohnen? Ich würde mal sagen, die Safra. Hier wohnt Safra. Fantastisch. Ach, und das Bett. Das müssen wir natürlich auch wieder umdrehen. Damit sie richtig rumliegt. Zack, zack. Ach ja, und hier fehlt ja noch die Treppe. Ach, ist doch eine süße kleine Hobbithöhle. Genau, und jetzt schauen wir mal nach unseren Kürbissen. Oder sind die schon reif? Die sind so schon reif. Okay. Ich dachte, die werden vielleicht noch... Ups! Wir haben mal wieder einen Überfall. Ist ja super. Ist ja super. Oh je, und ich habe es nicht schnell genug bemerkt. Hoffentlich machen wir uns nicht zu viel... Ups, zu viel kaputt. Hoffentlich reicht der Zaun als Begrenzung. Nee, ich muss den Zaun abreißen. Nee, die freuen sich schon. Von dem her ist es nur der eine, oder? Bitte hier Kürbisse. So. Also so wie die sich freuen, war es wohl nur der eine, der hier geparkt hat. Ich hoffe, das stimmt auch. Ja, das mache ich noch mit den Kürbislaternen. Keine Bange. Ah, mein Weizenfeld. Ah, da ist noch einer. Aber den kann ich wenigstens einbauen. Ich bin so ungefreut hier mit... Oh, Mann! Gott sei Dank ist es nur so ein kleiner. Aber die, ich glaube, die großen... Zwei und noch mehr. Das finde ich mal doof, wenn die dann an so Stellen sind, wo man wieder was aufbauen muss. Mal von oben gucken. Da, oh, mitten im Kohl. So.
noch irgendwo? Wo wir hier das grausige Erwachen haben und irgendwas zerstört ist. Oder eine Wiese nicht mehr schön grün. Haben wir jetzt alle? Sieht gut aus, oder? Der Himmel ist jetzt auch nicht rosa mehr, aber ich weiß nicht, wieso, war er vorhin auch nicht irgendwie so rosig aus. Sonst wäre es mir, glaube ich, eher schneller aufgefallen. Ich meine, wenn wir schon ein paar Wohnungen gebaut haben, dann können wir natürlich auch schon bereits bestehende Häuser umfunktionieren. Da wohnt dann halt auch noch jemand. Also ich muss nicht für jeden Bürger jetzt ein Haus bauen, weil ich kann ja diese zwei und da hinten das auch schon nehmen für die Lieben hier. Okay, dann machen wir jetzt mal... das ist da gerade so cool, warum auch immer. Jetzt machen wir mal unsere Kürbis. Und daran müssen wir natürlich auch noch unseren Zaun wieder reparieren. Kürbislaterne. Müsste ja Deko sein, oder? Ne? Da. So. Ja, und den Kürbis müssen wir natürlich auch testen, wie man den am besten wurzeln kann. Also, dann verteilen wir die mal, damit er happy ist. Dann machen wir hier einen. Jetzt sind sie auf... Oh, die sind ja riesig. Jetzt sind sie auf einmal orange. Sehr merkwürdig. Aber schön leuchten tun sie. Dann machen wir da hinten irgendwo noch einen hin. Da. Riesig. Donnerlütchen, Anja. Diese Kürbislaternen sehen sogar noch besser aus, als ich gedacht hatte. Jetzt, wo diese Dinger den Ort verschönern, wird das Erntefest garantiert ein Erfolg. Mach ruhig noch mehr davon, wenn du willst. Lieber zu viel Feststimmung als zu wenig. Oh, wo wir gerade bei den Vorbereitungen sind, weißt du noch, was Pastor Al über die haarsträubenden Kostüme erzählt hat, mit denen sich die Leute beim Erntefest verkleidet haben? Ich habe mich mal erkundigt und ich glaube, ich weiß jetzt, was genau sie alle getragen haben. Also kannst du die Kostümschneiderei mir überlassen. Ach ja, das wäre mir ganz lieb. Müssen wir alle diese Kostüme tragen? Ich bin kein großer Fan von Verkleidungen. Potztausend, gibt wohl immer irgendeinen Spielverderber. Na komm, sei nicht so eine Spaßbremse. Pass lieber auf, wie du mich nennst, Peer. Ansonsten zeige ich dir, dass Spiele nicht das Einzige sind, was ich verderben kann. Kein Grund, gleich so aus der Haut zu fahren, Malroth. Wir wollen doch nichts Unüberlegtes tun. Wie dem auch sei, danke, dass du die Kürbislaternen gemacht hast, Anja. Und freu dich auf die Kostüme, ja? Oh, Malroth guckt aber sauer, aber der guckt ja immer irgendwie so säuerlich. Und schon wieder hat jemand was auf dem Herzen. Der Grünfeldbauernhof ist endlich fertig, Anja. Und das Gottesgewächs ist größer denn je. Endlich können wir ein Erntefest veranstalten. Auf diesen Moment habe ich mein ganzes Leben gewartet. Du hast doch nichts dagegen, wenn wir sofort beginnen, oder? Ja, ich glaube, also wenn jetzt niemand mehr irgendwas Wichtiges erledigt haben möchte. Es war ein langer Weg, aber wir haben es endlich geschafft. Das haben wir dir zu verdanken, Anja. Ohne deine Hilfe hätten wir das Gottesgewächs niemals zu etwas so Großem und Schönen heranwachsen lassen können. Vielen, vielen Dank. Von jetzt an... Oh Gott, sie vergießt sogar vor Rührung Tränen. Von jetzt an wird die Insel nur noch grüner werden. Wenn ich nur dran denke, wie strahlend schön alles sein wird, da kommen mir vor Freude beinahe die Tränen. Mir kam da ein Gedanke, Anja. Sobald unsere Arbeit hier erledigt und Grünfelds Zukunft gesichert ist, könnte ich dann mit dir auf deine Insel kommen? Oh, sie auch? Aber wenn sie mir die Insel dann so schön grün macht wie hier? Jetzt ist doch hier alles so, wie sie es möchte. Da wird sie doch nicht weggehen. Ich habe immer davon geträumt, den Hof wieder aufzubauen. Und da das nun geschafft ist, kann ich einfach nicht aufhören. Ich möchte Leben und Licht in die ganze Welt hinaustragen. Aber dafür wird auch später noch genug sein. Zeit sein. Jetzt müssen wir erst einmal eine Feier veranstalten. Alle hergehört, es ist Zeit für das Erntefest.
Die Einwohner von Grünfeld nehmen ihre Hacken in die Hand und versammeln sich um das Gottesgewächs, um die lang ersehnten Festlichkeiten zu beginnen. Oh Gott, ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt irgendwas passiert. Ach, sie haben alle Kürbisköpfe! Das ist die Verkleidung. Die Kürbisköpfe. Wie süß. Und Spaß haben sie auch. Tanzen. Was meinst du, Anja? Ist das nicht einfach das beste Erntefest aller Zeiten? Ich habe so viel Spaß. Diese Kürbismasken sind einfach zum Totlachen. Aber sie haben auch eine tiefere Bedeutung. Angeblich helfen sie dabei, ein besserer Bauer zu werden, indem man alles aus der Gemüseperspektive erlebt. Wie dem auch sei, es ist Zeit für den eigentlichen Höhepunkt. Wir werden alle die Feldfrüchte ernten, die wir angebaut haben. Schließlich ist es kein Erntefest ohne Ernte. Und ich erwarte, dass du mithilfst. Wir pflücken alles um die Vogelscheuchen herum. Wenn du noch anderswo etwas angepflanzt hast oder wir etwas übersehen, zähle ich darauf, dass du es einsammelst. Nee, aber bitte nicht die Tomaten da hinten, oder? Muss ich die auch mitnehmen? Legen wir also los. Alle hergehört. Es ist Zeit für die Ernte. Das heißt, ich müsste eigentlich die Tomaten da hinten holen von dem... von dem Ork. Na, da muss ich mal gucken. Und was muss ich jetzt mit denen sprechen, die da alle so einen Punkt haben? Jo, meine Hübsche, guck dir mal die ganzen feinen Felder an, die du angelegt hast. Darauf kannst du echt stolz sein. Und es sind nicht nur die Felder, für die wir dir zu danken haben. Wir können jetzt auch Gras und Bäume wachsen lassen. Für einen Schlängler wie mich ist das ein wahr gewordener Traum. Es fühlt sich an, als würde das alte Grünfeld wieder aus dem Boden schießen. Und wenn wir jetzt nur noch ein paar Blümchen hätten, dann wäre es wirklich wieder wie früher. Aber darüber können wir auch später noch nachdenken, nicht wahr, meine Hübsche? Jetzt sollten wir erstmal froh sein, das Gottesgewächs in voller Pracht zu sehen. Und da ist ja unser Pastor, beziehungsweise unser, ja, Pfarrer, keine Ahnung. Du bist es, erinnerst du dich noch an mich? Wir haben uns bei der Kirche getroffen. Ich habe den Gesang und das Geschrei gehört und musste selbst einmal nachsehen. Ihr feiert hier ein Erntefest, nicht wahr? Wunderbar, lasst mich doch bitte teilnehmen. Wobei, nein, lasst mich auf eurem Bauernhof leben. Ab und zu werden die Dorfbewohner mich womöglich nicht sehen können, aber ich werde über sie wachen und alle Monster mit einem schaurigen Huhu verschrecken. Oh, das wäre doch schön. Danke, dass ich hier bleiben darf, Anja. Du und jetzt sollten wir das Fest genießen. Der Geist schließt sich dem Team von Anja an. Mit seiner langen Zunge. Ich habe ja auch so einen Kürbis auf dem Kopf, sehe ich gerade. Okay, da unten, der möchte auch irgendwas erzählen. Ich hoffe, du genießt das Fest, Anja. Nach all deiner harten Arbeit hast du es dir verdient, dich zu entspannen und Dampf abzulassen. Die Maske steht dir übrigens gut. Ich hätte selbst gerne eine getragen, aber ehrlich gesagt, du hast ja schon eine auf, konnten wir keinen ausreichend großen Kürbis finden. Anja, Malroth hat mir gesagt, ich solle aufhören, nur ein Aufseher zu sein und dir bei deiner Bauarbeit helfen. Zu sehen, wie du mit Rosi zusammengearbeitet hast, was ihr zusammen erschaffen habt, bei all dem formte sich ein Gedanke in meinem Kopf. Es ist eine wunderbare Sache, einen Traum zu haben. Und es gibt wenige Dinge in dieser Welt, die schöner sind, als zu sehen, wie der eigene Traum Wirklichkeit wird. Und deshalb möchte ich mich dir anschließen, Anja. Ich will ein Erbauer werden. Ich möchte mit dir auf deine Insel gehen und nach Herzenslust bauen. Aber dafür muss ich erst mit den Kindern Hargons sprechen. Und ich werde erneut deine Hilfe benötigen. Okay, oh, das wird heikel werden. Bin ich gespannt.